Hey, ho Leute, ja, wo sind wir denn hier? Sieht doch ganz aus wie Gomme-AD, wenn wir hier schon mal Community haben und Ender Games. Und ihr seid genau richtig. Wir befinden uns auf gomme-ad.net und zu einer ganz bestimmten Tageszeit, weil, ja, so während dem Tag kommt man ja praktisch auf keinen Server. Aber wenn man so zur richtigen Tageszeit aufnimmt, kommt man ja überall drauf. So, wir wählen mal das Plains-Biom aus. Und hier. Ich würde sagen Jäger. Ich habe noch keinen Kit gekauft, weil ich spiele das Ganze noch nicht so lange. Ihr seht doch unten, ich habe erst 600 Punkte. Sonst man kriegt jeweils 100 Punkte für einen Kill. Und 600 für einen Sieg. Glaube ich. Ja, müsste ungefähr so sein. Und dann für 20.000 Punkte kann man sich jeweils einen Kit kaufen dann, sonst wir können ja schon mal sehen. Es gibt relativ viele. Es werden wahrscheinlich noch einige dazukommen, wie ihr seht. Dann gibt es aber auch Premium-Kits. Die kriegt man nur für Premium-Spieler. Und Premium muss man sich halt kaufen, oder wenn man auf YouTube 5000 Abonnenten hat, dann kriegt man das automatisch. Also man muss sich da natürlich registrieren auf gomme-ad.net, damit man, also man muss das dann natürlich auch belegen können, damit man die 5000 Abonnenten hat und dementsprechend Premium bekommt. Oder man kann sich's kaufen für, ich weiß nicht mehr genau, glaube ich 10 oder 20 Euro pro Monat oder für, ich glaube etwa 30 Euro oder sogar 50 Euro kostet es für 6 Monate und 100 Euro wäre der Preis für das Leben lang. Aber mir ist es nicht wert. Ich möchte da lieber auf 5000 Abonnenten kommen. Jui. Ja, und es wird so sein, dass ich das in Sessions jetzt aufnehme. Also ich mache immer, ja halt, ich nehme einfach auf und ich habe auf Webs so eingestellt, dass es alle 4 GB ein Cut macht, das heißt, die Folgen werden so um die 8 bis 10 Minuten sein, was ungefähr ja eigentlich einer Ender Games Runde entsprechen dürfte. So, und wir haben fast nichts gekriegt. So, hier noch was vielleicht. Da war noch eine Enderperle drin. So, und jetzt zeige ich euch gleich mal einen guten Trick zum Anfang. Auf die Enderperle mal weit wegwerfen, dann sind wir vor den anderen bei den Ender Chests. Aber der Trick dürfte mittlerweile sehr bekannt sein. So, okay. Und der Jäger, den Kit, den wir ausgewählt haben, bei dem ist es so, der startet mit einem Steinschwert und kriegt doppelte Drops von den Tieren, die man anschlachtet, weil ja, Essen braucht man natürlich auch. Und ja, mit dem Tracker können wir sehen, wie weit der nächste Spieler von uns entfernt ist. So, und wir sehen jetzt hier, wir kriegen von den Schweinis hier. Los, stirb Schwein. Okay. Ja, der Gomme-AD-Server laggt ziemlich im Moment, weil wirklich sehr viele Leute sind hier drauf. Also im Moment sind es ungefähr 1000 so während dem Tag. Den Tag durch, da sind es zum Teil manchmal ja, bis zu 4.000, 5.000 oder so. Und ich hoffe, ja, da ist ja so ein Noob hinter uns, der keine Hobbys hat und uns verfolgt gleich nach dem Start. Aber wir haben jetzt den Schnell hier. Was? Fuck! Was soll... So, ah. Ja, okay. War... Nee, das war kein Team anscheinend. Okay. Dann spielen wir einfach die nächste Runde. Geht da immer weiter, wenn wir in Sessions aufnehmen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lange ich aufnehme. Wir werden schon sehen. So, hoffentlich kommt gleich ein Server. So, da kommt ein Lehrer, da müssen wir eigentlich reinkommen. Ja, könnte man so in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was für Zeit das wir denn jetzt haben, also Uhrzeit, wie spät, wie früh, was auch immer. Was denkt ihr, wann habe ich aufgenommen? So, da müssen wir reinkommen. Da bin ich anscheinend schon in einer Welt gespawnt, oder was? Das ist ein Savannah-Plateau. Und hier?
Ich glaube, ich nehme nochmal den Jäger, der war ganz cool. Okay, wir sind anscheinend hier direkt in die Welt gekommen, anstatt in die Lobby. Wahrscheinlich hier an einem Bug von GOMME HD. Aber wir scheinen drin zu sein, oder? Ja, kann ungefähr sein. Okay, 60 Sekunden, dann geht's auch schon wieder los. Eventuell dürfte jetzt dann gleich schon der erste Cut kommen. So, was geht denn hier so? Ja, ich nehme eigentlich mit 60 FPS auf. Ja, wir haben um die 50 im Moment. Ja, aber das ist gut. Dann könnt ihr auch ein schönes Spiel sehen. Bim, bim. So, gehe ich jetzt eigentlich Schaden? Nee, okay. Aber ich glaube, wir sind hier schon mal gut unterwegs, wenn wir irgendwo in der Welt bereits spawnen. Wobei, also, wir sind ja hier im Plains-Biom. Ja, eigentlich müssen wir hier im Savannah-Plateau sein. Okay, jetzt ist das Desert-Biom ausgewählt. Ich würde mal sagen, wir warten schnell und sehen, ob wir jetzt an den richtigen Ort kommen. Scheint geklappt zu sein. Aber irgendwie.